Nicht, dass er was mit dir gehabt hätte, aber das ist gut. Erstmal das Wichtigste klären, damit jede Befangenheit weg ist. Wie lange und oder wie oft standen Sie schon jetzt gemeinsam vor der Kamera, Judith und Sie? Noch gar nicht so oft, zweimal, glaube ich. Ja, in meiner zweiten Sendung war Judith da und das war ganz toll, weil sie so ganz strahlend sagt und schöne Sendung und toi, toi, toi. Und das war so ein richtig schönes Gefühl. Oh, das ist doch nett. Sehr nett, ja. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass Pina jetzt bei uns ist. Genau. Wir sehen uns immer mal in der Maske oder irgendwie auf dem Flur. Ja. Oder mal so am Süßigkeitenautomaten. Am Kaffeeautomaten. Oder Kaffeeautomat. Ja, spät nachts. Mhm. Mhm. Und wie fühlt sich das an jetzt, dieser neue Job? Gut. Das ist Ihr erster Auftritt, Talkshow-Auftritt nach dieser Berufung? Mhm. Ja, das ist interessant, weil ich ja auch selbst einen Polit-Talk mache und immer auf der anderen Position bin sozusagen. Diejenige bin, die fragt und deswegen ist es interessant, gefragt zu werden. Mhm. Und ich neige Sie mal auch ab, dazu, mich so einzumischen wird, ne? Und immer irgendwie selber Fragen zu stellen. Das machen so Sie das, wirklich, tun Sie das? Ja, meine Großmutter hat das auch wunderbar schon gemacht. Die Sendung heißt ja 3 nach 9, auch deswegen, weil es ursprünglich mal 3 Moderatoren waren. Ich weiß. Ja, also nur zu. Gut, dann mache ich mit. Ist jetzt eine Bewerbung, ne, wenn man jemanden braucht. Judith. Ja, aber es macht Spaß. Aber stimmen die ganzen kleinen Geschichten, dass Sie im Zug saßen, als das Angebot kam? Ja. Sind nie gecastet worden? Also das Angebot kam vorher, aber als ich im Zug saß, kam tatsächlich der Anruf von Thomas Hinrichs, damals noch der damalige zweite Chefredakteur. Mhm. Von ARD aktuell und ich hatte so gerade eben empfangen, also es ging immer so weg ein und ich dachte, habe ich es jetzt richtig verstanden? Hat er wirklich gesagt, ja, es wird? Und dann habe ich mich mit mir gefreut, denn ich saß wirklich in diesem Zug, danach war kein Empfang mehr und konnte keine Nachrichten schreiben und saß irgendwie so im Abteil, ach, super. Und wer hat die erste SMS dann bekommen? Mein Mann. Okay, okay. Und dann Mama. Okay, das ist auch die richtige Reihenfolge. Wobei, ich hätte, glaube ich, erst die Mama angerufen und dann... Die Mama. Oh. Ja. Naja, also wie auch immer. Und kein Casting? Nee, kein Casting. Also ich glaube, man wird schon so ein bisschen gecastet, dadurch, dass man ja auf einem Gelände ist. Ich bin ja schon beim NDR seit einigen Jahren. Und als ich bei Thomas Hinrichs dann im Büro war und das Gespräch mit ihm hatte, sah ich, er hat so eine Wand mit Tausenden von Monitoren und sagte, da sehe ich sie ab und zu. Also er hatte dann die Phoenix-Runde an und NDR aktuell und hat mich, glaube ich, dadurch einfach immer auf dem Schirm gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Was mich wirklich sehr gefreut hat, als ich mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt habe zur Vorbereitung dieser Sendung, ist, in einer Zeit, wo gerade im journalistischen Beruf jeder irgendwie ein Hochschulstudium mitbringen muss. Beim NDR, glaube ich, ist das so. Mhm. Da, wo ich arbeite, auch. Sie haben nicht studiert. Nee. Und haben trotzdem eine rasante Karriere hingelegt. Das finde ich deswegen so schön, weil es zeigt, es ist ein Begabungsberuf. Und wenn man es kann, braucht man auch kein Studium. Herzlichen Glückwunsch, Judith. Danke. Wirklich großartig. Wir ermutigen uns für ganz viele. Sie haben nämlich, wir haben es da im Filmbild schon gesehen, Sie haben erstmal eine Boutique aufgemacht. Mhm. Ich meine, wir in Bremen sagen Boutique. Und auch nicht in Lemgo, sondern in Wuppertal. Aber wie kamen Sie auf diese Idee? Ich hatte immer so eine Affinität zu Klamotten oder Anziehsachen, also gerade für jüngere Leute. Und da, wo ich herkomme, war eben nicht so viel. Da gab es dann nur so 2, 3 Läden, in denen man einkaufen gehen konnte. Und meine Mama ist Schneiderin, also habe ich früher schon immer im Laden Sachen auftrennen, bügeln, alles irgendwie mitgeholfen. Und hatte wirklich so einfach so eine Affinität, also auch zu Stoffen. Jetzt gar nicht in dem Sinn, dass ich jetzt die Elle oder irgendwelche Modezeitschriften durchgestöbert habe, sondern mich interessiert die Ware einfach. Und dann wusste ich nicht so recht, was ich machen soll und habe mir überlegt, dann machst du auch erstmal einen Laden auf. Was haben Sie denn, wenn Sie das sich rückblickend anschauen, aus dieser Zeit mitgenommen fürs Leben? Disziplin tatsächlich. Also es sieht so einfach aus, man steht in diesem Laden und berät und verkauft, aber es gehört ja nun viel mehr dazu. Es war wirklich von Schaufenster dekorieren, Steuererklärung abgeben, den Einkauf machen, alles drum und dran und eben die Kunden beraten. Und ich war nur mal gerade 18, aber das ging gut. Und gibt es diese Boutique noch? Leider nicht mehr. Aber wir hatten die relativ lang. Also es war dann zum Glück nicht mit mir das Ende der Boutique, sondern meine Mutter hat sie weitergeführt. Wir hatten die so 10 Jahre ungefähr. Mhm. Und dann kreuzten sich jedenfalls indirekt wieder die Wege von Pina und Judith. Sie entdeckten nämlich das Radio. Mhm. Ich habe dann entschlossen, ich möchte was anderes machen. Habe dann in Lippe überlegt, was könnte man denn da machen? Und dachte, okay, ich will irgendwie was mit Medien, Radio oder Zeitung. Habe 2 Bewerbungen losgeschickt und Radio Lippe hat mich genommen. Okay. Also bin ich dahin. Welche Zeitung hat es bekommen? Lippische Landeszeitung. Ah, okay. Genau. Und bin dann zu Radio Lippe. Und habe dann dort netterweise, da muss man eben auch Glück für haben, ein Volontariat bekommen. Obwohl der Chef sagte, du bist noch ziemlich jung, du hast nicht studiert. Eigentlich ungewöhnlich, geh noch mal auf die Wiese. Dann habe ich gesagt, komm, gib mir eine Chance. Und die hat er mir gegeben. Und Judith? Ja. Das war dann später bei Antenne Münster.
Genau, ich habe ja während des Studiums gearbeitet beim Radio und war erst bei Radio Hochstift in Paderborn und dann bei Antenne Münster. Und da hast du doch auch moderiert. Da habe ich, glaube ich, nach dir moderiert, weil sie erzählt, meine Mama, die Judith. Also ich habe dich immer gehört, aber nie gesehen. Ah, da war ich bin ich dann irgendwann, dann warst du schon weg. Genau, ja, also ich habe dich nicht mehr gesehen. Nee, also Judith war schon ein Mythos. Ja, es war schon so, dass Judith... Ein Mythos von Münster, hör mal. Also ich glaube, wir haben auch vermeldet, dass du dann Tagesschausprecherin wurdest. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, dass wir das vermeldet haben sogar bei Antenne Münster. Da waren alle ganz stolz. Dann war das vor 9 Jahren, ne? Ja, das passt. Ja, das passt. Ihr seid ja praktisch im Verhältnis zu mir, ich habe ja auch sehr lange Radio gemacht, so die nachrückende Generation. Habt ihr damals frei moderiert? Ja. Ich hatte immer den Ehrgeiz, nicht irgendwelche Zettel vorzulesen. Habt ihr das gemacht? Ja, das waren immer. Also ich habe viele Call-In-Sendungen auch gemacht, wo da konnte man ja nur frei, weil dann die Leute angerufen und wollten irgendwas tauschen oder hatten irgendwelche Grüße oder keine Ahnung. Also es gibt ganz viele heutzutage, die schreiben sich jeden Scheiß auf. Ja. Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde das auch furchtbar. Schrecklich. Verstehe ich, wie man so. Das sind ja auch nur Stichpunkte. Sie lesen das ja nicht vom Blatt ab, aber die sitzen in einem Studio und lesen alles ab. Ich habe mal einen Ü-Wagen gemacht draußen. Da soll man ja mal draußen stehen und beschreiben, was man so sieht. Beziehungsweise umgekehrt. Ich war der Moderator im Studio. Und der Mann, der den Ü-Wagen machen sollte, schickte mir eine Stunde vor der Sendung ein fertiges Manuskript mit Fragen und Antworten. Deswegen soll ich den da nur rausschicken. Antworten auch? Ja, ja, ja. Meine Fragen, seine Antworten. Nee, das kenne ich nicht. Unglaublich. Ja. Also ich habe mir Stichpunkte schon gemacht oder Namen aufgeschrieben. Ich habe eine Frühsendung moderiert, 3 Stunden am Stück, 6 bis 9 Uhr morgens. Da braucht man auch erstmal einen Moment, um erstmal da zu sein. Auch Disziplin wieder. Genau, auch wieder früh aufstehen. Und da habe ich mir Stichpunkte gemacht. Das Freireden ist toll. Ja. Sie sind so nett zu mir auf einmal, das ist schön. Kraft, was ist Ihnen denn angenehmer, Radio oder Fernsehen? Es wird bis der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Radio ist einfacher. Was? Wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Also was meint er damit? Was? Radio ist einfacher? Ich finde Radio einfacher. Mhm. Ja. Also im Fernsehen muss man immer gucken, dass man gut aussieht und dass irgendwie alles sitzt. Gerade sitzen. Ja, oh ja. Das war nicht so gemeint. Nein, aber das ist schon, also ich mache gerne Radio und ich hängt natürlich auch davon ab, ob man eine Radiostimme hat oder nicht. Mhm. Ist gut, wenn man kein Radiogesicht hat zumindest. Dann großer Sprung, also Sie haben viel dann, wir haben Ausschnitte gesehen und im Fernsehen gemacht, so ganz abseitige Sportarten. Mhm. Und einmal waren Sie bei einer Feier, wo der St. Pauli eine wichtige Rolle gespielt hat. Und jetzt unternehmen wir den zweiten Versuch. Vielleicht schaffen wir uns, diesen Ausschnitt anzuschauen. Eine Demonstration, wie cool Pinar Talay ist. Schön, dass Sie so eine... Schreiber echt. Meine ganze Seriosität geht doch gerade flöten. Aber man hört die wunderbare Radiostimme, von der Sie großer Spaß war das, ja. Das war wirklich ein großer Spaß. Also erzählen Sie kurz, was das war. Es war einfach die St. Pauli-Aufstiegsfeier. Ich habe moderiert, live, 15 Minuten. Als es damals St. Pauli so ging wie Paderborn. Genau, genau. Und ich war gerade 2 Minuten, glaube ich, auf Sendung. Und dann kam eben dieses Bier von hinten. Und ich merkte, wie mir alles den Rücken runterläuft, die Haare angeditscht. Und ich habe kurz geschrien und dann dachte ich, einfach weitermachen. Es bringt jetzt nichts. Und habe einfach weiter moderiert. Und wie lange dauert es noch? Wie lange die Sendung dann ging? Oder 15 Minuten zum Glück nur. Ich konnte dann nicht weiter feiern, weil ich wirklich komplett nass war und bin dann nach Hause. Aber das Erstaunliche ist, viele versuchen das ja zu überspielen und tun so, als ob es ihnen nichts ausmacht. Aber in Wirklichkeit ärgern die sich und ekeln sich. Bei ihnen nix. Nee, ich fand das im ersten Moment so, wow, und musste da aber wirklich lachen und dachte, das gehört jetzt einfach dazu. Ich habe noch nie irgendwie Sport moderiert. Das war das erste Mal, dass ich direkt was mit Sport zu tun hatte und fand es eigentlich eher lustig. Der Skandal ist aber dabei, dass da ein wertvolles Lebensmittel vergeudet worden ist. Und meine Haare haben gut gerochen und geglänzt. Mir wurde dann in der Kantine immer den nächsten Tag gesagt, Bier ist doch super für die Haare. Das wurde mir dann gut verkauft. Okay. Großer Sprung, also zu den Tagesthemen, diesem großen neuen Kapitel. Und 2 Fragen kommen dann immer wie das, so sicher wie das Amen in der Kirche. Die eine ist, haben Sie einen festen Spruch, eine Redewendung zum Schluss der Sendung? Antwort nein. Mhm. Mir ist aufgefallen, die Männer haben es, die Frauen nicht. Genau. Was sagt das über Frauen, was sagt das über Männer? Puh. Also ich hatte sofort irgendwie den Gedanken von, guckst du mal, was die anderen so gesagt haben. Also ich kenne natürlich so die letzten Sprüche, ein paar sind hängen geblieben, habe mir das angeschaut und hatte das Gefühl, ich brauche das nicht. Mhm. Aber ob das jetzt irgendwie tiefenpsychologisch erklärbar ist, weiß ich gar nicht. Frau Kraft, haben Sie eine Erklärung? Nicht spontan? Nee. Okay. Ich glaube auch nicht, das hängt mit Frau oder Mann zusammen. Sondern nee, es ist wahrscheinlich einfach, also bei mir war das Gefühl, da brauche ich nicht. Ich sage einfach wenn man es nur sagt, um die Sendung so zu beenden, dann wäre es auch
irgendwie komisch. Also meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die da was am Ende sagen, das auch sonst sagen. Mhm. Okay, okay. Und die zweite Frage ist, gibt es Nachrichten, die Ihnen besonders nahe gehen? Da ist die Standardantwort nein, da muss man professionell sein. Sie haben was anderes gesagt, was ich sehr sympathisch fand. Nämlich nein, als zum Beispiel dieses Grubenunglück war im Sommer. Das geht Ihnen nahe. Warum? Das geht mir einfach nahe, weil meine Mutter aus der Ecke kommt. Und ich Verbindung habe und weiß, irgendwie unsere Verwandten haben selbst im Bergwerk gearbeitet. Die kenne ich nicht persönlich, aber meine Mama erzählte davon. Und wenn ich das dann sehe und ich kenne die Gegend und ich weiß, wie die Menschen da ticken, dann geht mir das schon nahe. Das heißt nicht, finde ich, was ich wichtig finde, dass man mir das auf dem Schirm anmerkt. Also ich werde nicht anders moderieren oder irgendwie anders reagieren. Aber das ist schon was, da muss ich schlucken. Auch bei anderen Sachen, aber wenn natürlich so eine persönliche Nähe da ist, ist das schon was anderes. Man hat mir gesagt, wenn es eine Frage gibt, mit der man Sie richtig nerven kann, dann ist es die, wo kommen Sie denn her? Sie sprechen so fantastisch Deutsch. Ich könnte die Frage an Sie zurückgeben, Sie sprechen auch so gut Deutsch. Das stimmt, aber, also naja, einigermaßen, aber ich stelle die Frage ganz bewusst, weil als ich jung war und anfing fürs Fernsehen zu arbeiten, da war das schon noch ein richtiges Thema. Mhm. Also wie kommt jemand mit so einem Namen zu einer deutschen Sendung? Und bei Ihnen stelle ich fest, eigentlich spielt es doch überhaupt keine Rolle mehr. Eigentlich nicht. Wir haben Linda Zervakis gesehen und Sie und niemand regt sich groß auf. Nee, das ist ja das Schöne, dass es im Prinzip immer mehr Normalität bekommt. Und ich denke, so sollte es auch sein, dass schon darüber geredet werden muss auch. Aber tatsächlich, ich kann da sehr gut mit umgehen. Ich habe beide, ich habe die türkischen Wurzeln, die deutschen Wurzeln. Ich bin ja nun auch hier geboren, deswegen, wenn man mich fragt, wo kommst du her, sage ich Kreis Lippe. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, genau. Und habe aber natürlich das Türkische in mir und bin unglaublich viel in Istanbul. Und, aber eben nicht in der Heimat, wenn ich gefragt werde, fährst du in die Heimat, sage ich immer Lemgo. Ja, war ich jetzt lange nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es wirklich immer mehr eine Normalität bekommt. Aber dieser Spruch wirklich, dieses Sie sprechen ja gut Deutsch, das nervt mich. Man könnte vielleicht eher fragen, warum sprechen Sie denn so Deutsch? Ist was anderes. Aber als Feststellung, why not? Also. Haben Sie zwei Pässe? Nee, nur einen. Ich will jetzt, also das, da haben Sie jetzt mit angefangen. Ja? Das freut mich sehr für Sie. Ja, aber wenn hätte gar nicht Sie auch nicht zweimal können. Europa. Genau. Ja, wegen der Türkei. Nicht in der EU, Sie sind safe. Ja, auch mir das passieren viele Sachen nicht, das ist praktisch. Ich werde immer wieder gefragt, der Kollege Ingo Zamperoni, der liebe Ingo, hat ja mal was mit Italien und Deutschland, Fußball, der Bessere möge gewinnen, gesagt. Und da werde ich immer gefragt, aber die Türkei spielt noch nicht mal bei der WM oder EM mit. Also ich bin voll raus überall. Letzte Frage, stimmt es, dass bei Ihnen zu Hause immer doppelt gefeiert wurde, die deutschen Festtage und Feiertage und die türkischen? Man muss das Positive mitnehmen. Also meine Eltern haben tatsächlich gesagt, Weihnachten, das Kind bereitet in der Schule irgendwie Sterne vor und ich habe dann so Flöte gespielt, irgendwelche Weihnachtslieder. Und meine Eltern feierten nun eigentlich kein Weihnachten, haben dann aber einen Plastikbaum gekauft, hingestellt. Und dann wurde halt Weihnachten gefeiert, Ostern, wurden Eier versteckt, aber eben auch die Bayram, also die türkischen Feiertage. Und Silvester bekommt man auch Geschenke, also 5-mal Geschenke plus Geburtstag 6-mal. Also ich darf daraus schließen, Sie hatten eine glückliche Kindheit. Ja. Also die pragmatischen Ostwestfalen, ne? Genau, man muss es ganz pragmatisch sehen. Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke. Danke.